Du bist Single? Wieso? Nur so. Na, dann ist doch egal, oder? Du weißt mir ja aus. Deine Eltern feiern morgen Abend ihren Hochzeitstag und deine Mutter meinte, dass du noch keine Begleitung hast. Also ich würde mich jetzt lieber auf den Schlag konzentrieren. Okay, du brauchst ein Ziel. Wo soll denn der Ball landen? Okay. Ich habe ein Ziel. Ein super Ziel. Marc, alles in Ordnung? Geht schon. Alles klar? Ja, ja. Ich hab grad nur Durst und dir. Ja. Was trinke ich denn mal? War das Absicht? Deine Geburt? Ich hoffe doch nicht, dass Menschen sowas Böses planen. Bitte sie, das war ihr erster Schlag. Ich will sicher reden, dass wir natürlich für alle Unannehmlichkeiten aufkommen. Wer ist das? Niemand? Gunther. Nein. Na, endlich lerne ich sie mal kennen. Gretchen erzählt so viel von ihnen. Echt? Ja. Und? Was macht ihr beiden heute noch so? Nichts mehr. Aber auch das ohne dich. Aber dafür vielleicht morgen. Wieso, was ist denn morgen? Ihre Eltern feiern morgen Abend. Ein blödes Kostümfest, aber ehrlich gesagt weiß ich noch gar nicht, ob ich da hingehe. Ach komm. Nee, Günni, wirklich. Ja, ihr beiden seid ja richtig dicke. Ja? Zumindest eine von euch. Das ist mir jetzt echt unangenehm. Eigentlich dachte ich ja, dass ich mit dir zu deinen Eltern gehe. Wie bitte? Was bitte? Na, die Vorstellung, dass du mit einem alten Freund auf irgendwelchen Familienfeiern auftauchst, gefällt dem Dr. Meyer aber gar nicht. Die alten Freunde sind doch immer noch die gefährlichsten, nicht wahr, Günni? There's something there. His dirty laundry is nothing.